Back from the dead. So, den nächsten Knoten, den ich euch vorstellen möchte, ist der Hasenohrenknoten. Viele, die meine Videos kennen, wissen ja, wozu ich diesen Hasenohrknoten brauche. Wenn ich jetzt das Seil am Baum unten festmache mit meiner Bandschlinge, dann mache ich den Hasenohrenknoten, dass ich quasi zwei Schlaufen habe. So, und dazu nehme ich das Seil jetzt etwas länger. Ich nehme es da immer so lang, wie meine Spannweite ist. So, und jetzt mache ich ganz normal, fange ich an, wie wenn ich einen Achter machen würde. Vorne rum, hinten rum. So, und jetzt gehe ich nicht ins Loch rein, sondern lege das Seil oben drüber, greife mir von unten, ziehe es aber nicht ganz durch. Und diese Öse stecke ich jetzt über das Seil drüber, ordne das Seil, ziehe das fest und jetzt habe ich hier zwei Seile bzw. zwei Schlaufen, deswegen auch der Name Hasenohren. Was hier jetzt auch nochmal der Vorteil ist, ich kann jetzt die eine Seite ein bisschen kürzer machen, die andere Seite ein bisschen länger, falls ich vielleicht zwei Anschlagwinkel habe zum Klettern. Ich nehme diese Variante des Knotens ja immer nur her, dass ich mein Seil unten festmache. Deswegen schauen bei mir die Hasenohren gleich aus.